Es kommt tatsächlich immer anders, als man denkt. Kaum schlagen wir hier unsere Feinde zurück, kommt ein neuer Feind an unsere Toren, klopft an und kämpft sich bei uns immer tiefer in den Treibsand. Doch mögen sie für ihre Frevel zahlen, denn Dan Wallace von Karstein steht hier und wird Bagar verteidigen. Wir könnten auch hier direkt in den Angriff gehen, wir sehen aber, dass das eine ziemlich starke Armee ist, die wir hier haben, mit vielen monströsen Einheiten, und wir haben nicht so super viel gegen monströse Einheiten. Die Blutritter sind ganz gut dagegen, aber alles andere hat keinen Bonus. Naja, die Skelettspeerträger, aber da werden die Bastiladons drüber lachen. Deshalb, wir verstecken uns kurz im Bagar und werden Bagar hier entsprechend verteidigen. Mit dieser Elver-Garnison sollte das dann auch was werden. Aber hier ist auch noch eine zweite Armee, die natürlich genauso gefährlich werden könnte, wenn sie dazugezogen wird. Immerhin haben wir hier ein bisschen Verschleiß für unsere Feinde, denn sie sind auf dem Boden vampirischer Korruption. Man könnte jetzt überlegen, ziehen wir Manfred von Karstein runter, damit er hier unterstützen kann, wäre eigentlich schlau. Ich möchte hier aber unbedingt die Feinde zurückschlagen, und es könnte sein, dass Hochkönigin Kalida das für uns macht, die hier mit Libaras auf den Teufelsnacken Provinzsitz Karak Orut drauf zuläuft. Wenn sie hier Torek Eisenstirn auslöscht, wäre das richtig gut für uns und wir würden das erstmal so durchgehen lassen. Dennoch wissen wir nicht, was sie vorhat. Es könnte sein, dass sie hier weiterzieht. Wenn das passieren würde, könnte sich Torek Eisenstirn an dieser Stelle richtig gut weiter ausbauen. Deswegen ziehen wir mit Manfred von Karstein tatsächlich nochmal nach oben und werden hier gen Norden ziehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, denn im Notfall könnten wir auch Granit massiv angreifen und übernehmen. Und sollte sie das wirklich hier einnehmen, könnten wir dann ihr Granit massiv anbieten und ihr sagen, hey, wenn du Granit massiv bekommst, machen wir einen Nicht-Angriffspakt. Das könnten wir machen. Dann hätten wir hier nämlich diese Ecke zumindest schon mal abgesichert. Dann haben wir nur noch in Anführungszeichen Skarbrand und die Dynastie von Rakaf im Norden und könnten uns hauptsächlich auf den Süden und den richtig starken Feind Tlaqua unter Tic-Tac-Toe widmen, der Stärke Rang 8 ist. Und wir sehen das hier auch am Chancenbalken, er ist so viel stärker. Wir müssen richtig clever vorgehen, um ihn hier in die Schranken zu weisen. Bedeutet, Manfred von Karstein ist hier hochgerannt und könnte tatsächlich sogar in den Gewaltmarsch reingehen. Das würde auch noch funktionieren. Haben wir hier eine Grenze, die wir überschreiten würden? Ich glaube nicht. Wir gehen in den Gewaltmarsch, haben hier immer noch die Verstärkung, das ist richtig gut, und wir gehen eine Runde weiter. Jetzt ist die Frage, was macht Tlaqua? Was macht die Hochkönigin Kalida? Können wir schaffen, Torek Eisenstirn, zumindest einen Kommandanten, in die Flucht zu schlagen? Und was passiert? Tlaqua unter Alazanzig greift Antoch an. Antoch natürlich auch ein schönes Ziel für den Feind, produziert viel Geld. Und der Feind hier absolut überlegen an dieser Stelle. Es lohnt sich in keiner Weise, das hier zu spielen. Wir haben keine Chance. Der Feind mit einer richtig starken Armee. Wir machen das automatisch und der Feind wird ganz gut geschwächt. Das ist ganz gut. Antoch fällt an den Feind. Antoch fällt an Tlaqua. Und hier kann sich der Feind jetzt tatsächlich wieder erholen. Das ist nicht schön. Das ist nicht gut. Vielleicht kann Dan Wallace von Karstein hier an dieser Stelle intervenieren. Das wird wichtig sein. Hier Tlaqua aufzuhalten, bis Manfred endlich da ist. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber so sieht es aus. Wenn man legendär spielt, hat man diese Herausforderung. Man hat die Feinde von allen Seiten, gerade mit dieser Startposition, wo wirklich von jeder Richtung ein legendärer Lord mit einer großen, mächtigen Fraktion auf einen lauert. Und es ist das passiert, was ich befürchtet habe. Die Hochkönigin Kalida hatte nicht vor, hier an dieser Stelle Karak Orut anzugreifen. Es war nicht ihr Ziel. Das ist ein Problem.
Dann ist es sehr gut, dass wir mit Manfred nochmal hier hochgegangen sind. Und noch hier sehen wir, Numas steht vor einer Übernahme von Rakath, von König Sachom. Auch hier bald der nächste Verlust an dieser Stelle. Wir haben hier gerade richtig zu kämpfen. Es ist gerade richtig schlimm für Manfred. Wir werden uns aber nicht einschüchtern lassen. Wir werden uns auch nicht runterbeten lassen. Wir werden hier voranschreiten, weitere Einheiten rekrutieren und den Feind in den Tod stürzen. Und dafür nehmen wir Fledermäuse mit. Schnelle, agile Einheiten, die wir hier in so einer Belagerungsschlacht sehr gut einsetzen können. Jetzt haben wir hier natürlich geschwächte Einheiten. Wir werden trotzdem hier in den Angriff gehen, weil er sonst hier an dieser Stelle viel zu viel rekrutieren könnte. Wir werden hier rangehen und erst einmal belagern. Ich denke, wir müssen es erstmal ein paar Runden belagern oder darauf spekulieren, dass er ausfällt mit seinen Einheiten. Und das wird wahrscheinlich so sein. Also hier die Garnison ein wenig angeschlagen, das ist sehr, sehr gut. Und diese Armee kann nicht weiter rekrutieren. Wir haben die Gyrokopter, die nicht so das größte Problem sind. Und die Grollschleudern sind auch nicht das Problem. Die können wir mit den Fledermäusen sehr gut rausnehmen. Ansonsten, kaum Fernkämpfer, die wir natürlich alle richtig gut rausnehmen können. Das sieht ja eigentlich schon mal richtig gut aus. Also diese Belagerungsschlacht kann man sehr gut mitnehmen. Wir brauchen keinen Rambock, denn das kann hier definitiv... Ja, die Gruftschrecken sollten das definitiv können, schätze ich mal. Ja, die sollten das können. Das heißt, wir gehen hier so ein bisschen auf Belagerungstürme rauf. Stellen so viele ein, wie nur möglich. Ich denke, wir werden früher angreifen und werden die Belagerung hier an dieser Stelle fortsetzen. Das hier wird ein Sieg werden. Dann haben wir einen Feind weg, können Granit massiv mit einsacken und uns dann hier um die Dynastie von Rakath kümmern. Das große Problem ist, Dan Wallace von Karstein bleibt alleine hier an dieser Stelle und wird sich natürlich jetzt hier um Antoch kümmern, zumindest belagern, dass wir an dieser Stelle verhindern können, dass die Siedlungsgarnison weiter sich ausbaut und dass sich diese Einheit hier erholen kann. Und wir könnten das sogar im automatischen Gefecht zurück einnehmen und würden nicht viel verlieren. Das würde gehen. Wir machen das. Wir machen das direkt. Je schneller wir Tlaqua zurückschlagen können, desto besser. Wir besetzen die Siedlung natürlich wieder. Ist doch klar. Und Dan Wallace von Karstein hat einen Zombie-Drachen als Reittier bekommen. Parodien, einst stolzen Kreaturen und von dunkler Magie belebt. Ein Zombie-Drache fliegt mit zerrissenen Flügeln, der Körper überzogen von verwitterter Haut. Herzlich willkommen, Zombie-Drache von Dan Wallace von Karstein und herzlichen Glückwunsch an Dan Wallace. Du bist richtig, richtig gut. Du bist zu einer Legende geworden und das sollst du auch noch weiterhin werden. Deswegen werden wir hier auf den Seelenwind natürlich hinarbeiten. Wir gehen auf Ausweichen, auf Seelenwind. Ein unfassbar starker Zauber. Ja, wir bräuchten hier unten unbedingt den Blitzschlag, aber das wird so lange dauern. Gerade weil wir jetzt hier die anfänglichen Punkte nicht hier unten rein investiert haben, dass wir hier auf jeden Fall davon gut profitieren können. Gerade wenn hier nämlich mal so ein paar Infanterielinien sich bilden, in dieser Armee jetzt leider nicht. Aber wenn sich jetzt so ein paar Sauruskrieger bilden würden, wäre das schon ganz gut, wenn wir da ein bisschen Schaden anrichten können durch so einen Seelenwind. Und der gute Kevin von Leutstein bekommt noch mehr Kampftraining. Mögen hier diese Einheiten richtig gut trainiert werden und weiter ausgebaut werden. Wir könnten noch weiter Tote erwecken, das lassen wir an der Stelle, weil wir schon im Minusbereich sind hier beim Einkommen. Wir können aber hier zumindest nochmal auf Leichenernten gehen beim Provinzerlass, damit wir ein bisschen mehr aus der ganzen Provinz rausbekommen. Und die Stoßzahnebene wird dann natürlich in der nächsten Runde unser nächstes Ziel sein, damit wir hier uns weiter unsere Ländereien zurückholen können. Denn das werden wir nicht zulassen. Wie viel hat denn der gute Tlaqua an Stärkerang verloren? Von Stärkerang 8 auf Stärkerang 8? Ich glaube, er war auch vor 8. Er hat nicht viel an Stärkerang verloren. Das bedeutet, dass diese Armee, die hier drin war,
nur der Anfang war. Hier unten lauert noch richtig viel. Tic-Tac-Toe natürlich mit seiner eigenen Armee. Vor allen voran. Ich bin aber nicht unglücklich. Es läuft ganz gut, wir haben ganz gutes Geld auf der hohen Kante. Das heißt, wir kommen mit dem negativen Einkommen ganz gut voran. Und ja, wir könnten auch wirklich überlegen, ob wir hier dieses Wachstumsgebäude, ob wir dieses Militärgebäude abreißen, um hier tatsächlich ein Einkommensgebäude zu bauen. Und das sollten wir auch tun. Wir könnten hier auch nochmal upgraden. Das wird sich hier erstmal weniger lohnen, weil das einfach zu lange dauert, bis sich das wieder rentiert hat. Und wir wissen nicht, wann hier Tic-Tac-Toe auftaucht. Deswegen machen wir das nicht. Aber diese Einkommensgebäude haben sich nach 2 Runden wieder finanziert. Das kann man auf jeden Fall machen. Hier, Manfred von Karstein, weiterhin hier oben. Ich sehe keine weiteren Feinde, die hier die Belagerung weiter schwierig machen können. Wir beenden die Runde und schauen uns ganz genau an, was Tlaqua hier weiterhin vorhat. Im besten Fall haben wir jetzt gleich ein ganz gutes Einkommensbonus. Sind wir im Einkommensbonusbereich, sodass wir dann noch eine starke Einheit hier rekrutieren können, die eventuell sogar gut ist gegen die Echsenmenschen. Arkan der Schwarze, ein großer Freund von uns, möchte, dass wir in den Krieg beitreten, machen wir natürlich nicht. Hätte uns jetzt ein bisschen Geld dafür gegeben, hätte ich es vielleicht gemacht, denn Bordelo hat natürlich andere Probleme als uns anzugreifen. Der ist ja dort oben bei Arkan, aber Arkan immer noch in einem sehr, sehr schwierigen Krieg dort oben. Aber er hat ein paar Bereiche einnehmen können und das ist richtig gut. Wir sehen das hier oben auf der Karte. Die gelben Bereiche gehören unserem Verbündeten, Arkan der Schwarze. Unbeständiger Mahlstrom bei Dan Wallace von Karstein heißt mehr Winde der Magie, aber auch mehr Grundchance auf Kontrollverlust. Das bedeutet, mit ihm sollten wir jetzt erstmal nicht overcasten. Grendiladon wird wahrscheinlich bald Richtung Sudenburg marschieren. Und das bedeutet für uns, dass wir hier näher ran müssen, um die Stoßzahnebene zurückholen zu können. Und möge er uns auch angreifen, das ist für uns tatsächlich gerade egal. Aber wir werden natürlich jetzt auch nochmal eine Einheit rekrutieren. Und schauen uns einmal an, was es hier gäbe. Ja, so ein Leichenkarren wäre vielleicht nochmal gar nicht so schlecht. So ein Leichenkarren wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das könnte man machen. Aber so Gruftschrecken fände ich besser gegen die Echsenmenschen. Oder Gespenster. Gespenster auch sehr stark. Mit ihrem rüstungsdurchdringenden Schaden, mit ihrem Magieschaden. Eigentlich müssten wir nochmal Gespenster mitnehmen. Ja, oder hier die Verflucht mit Zweihandwaffen. Schwierige Entscheidung. Was nehmen wir mit? Gruftschrecken sind 198 teuer, die Gespenster nur leicht teurer. Wir nehmen mal die Gespenster mit. Sind jetzt hier besser aufgestellt, falls er denkt, er kann uns angreifen, soll er es gerne tun. Wir heilen hier noch eine Runde aus und dann greifen wir ihn an der Stelle. Sehr gut. Antoch wird gebaut. Und zwar das Einkommensgebäude entsprechend, damit wir hier ein bisschen besser wieder rauskommen aus dem Mali. Das ist sehr, sehr gut. Antoch wird aber sonst nicht weiter ausgebaut. Die Dynastie von Ra'kaf hat hier Khemri eingenommen. Das war klar. Oder haben weiterhin Khemri, aber sind nicht auf Numas zugestürmt. Das heißt, sie haben irgendwo anders andere Probleme und sind nicht weiter in unsere Landen reingegangen. Das ist richtig gut. Arkan der Schwarze hier auch immer weiter dabei, sich voranzupirschen, hat hier sogar eine große Armee an dieser Stelle mit vielen Gruftgulen und sogar Sensenreitern an der Stelle. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ja. Ich bin nicht unzufrieden. Ich bin nicht unzufrieden, was hier gerade passiert. Wir haben das alles nochmal ganz gut gemanagt. Wir werden immer wieder auf diese Situation treffen, dass es Schwierigkeiten für uns gibt. Aber wir sind auch dabei, das Ganze wieder gerade zu biegen. Und das könnte schlechter laufen. Es könnte deutlich schlechter laufen. Aber wir sehen ja auch noch nicht die Hauptstreitmacht von Tlaqua. Hier sehen wir Krokka. Krokka ist aufgetaucht an dieser Stelle.
Das ist ein Problem, welches es aber zu lösen gibt, wenn Manfred wieder zurückläuft. Der muss ja jetzt nicht hier oben diesen Schlenker nehmen, sondern kann auf direktem Wege zurück. Nachdem er das hier eingenommen hat und natürlich Granit massiv eingenommen hat. Und dann können wir mal mit König Kalida sprechen, ob sie das haben möchte. Und wir vielleicht sogar ein Bündnis eingehen können, damit wir wirklich ganz sicher sind von der Seite. Oder ob wir das einfach selber bewirtschaften. Jetzt sehen wir hier die Dynastie von Rakef, die sind hier runtergewandert. Bedrohen also Sudenburg, da ist aber gleich Dan Wallace. Alles gut. Technologie erforscht, von Angst getrieben. Mehr Angriff, Waffenstärke und Angriffsbonus für die Flederbestien. Sehr, sehr stark. In Sudenburg wurde ein Gebäude beschädigt durch einen kataklystischen Zauber. Die mächtigsten aller Zauber, die sogenannten kataklystischen Zauber, können nur während oder kurz nach einem Sturm der Magie eingesetzt werden. Ein solcher zerstörerischer Zauber ist auf euer Reich losgelassen worden. Und so sehen wir eine Zerstörungswut in Sudenburg, die wir nicht reparieren werden. Beziehungsweise wir schauen, wie teuer das ist. Okay, 40 können wir ausgeben, 30 können wir ausgeben und nochmal 20 können wir ausgeben. Bei Plünderung oder so kostet das gerne mal mehrere hundert oder gar tausende von schwarzer Magie. Aber dieser Zauber war jetzt wirklich sehr gnädig. Dann können wir das hier tatsächlich reparieren, damit wir hier keine Mali haben. Und wir können auch einmal in die Technologie reinschauen. Also hier haben wir tatsächlich auch die Monster gebufft. Hier könnten wir nochmal den Rang der Rekrutierung für neue Einheiten der Waldgebäudekette erhöhen. Das ist ganz nett, aber nicht unbedingt notwendig. Wir könnten die Wahrgeists nochmal ein wenig buffen. Dan Wallace hat in seiner Armee Buffs für Wahrgeists. Das würde hiermit nochmal verstärkt werden. Dafür bräuchten wir aber erstmal einige Wahrgeists bei ihm. Das finde ich nicht so spannend und die Vampirfledermäuse möchte ich nicht buffen. Wir könnten jetzt entweder hier unten reingehen und hier könnten wir irgendwann die Gespenster und die Sensenreiter entsprechend buffen. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, auch die Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Oder wir gehen hier weiter in diese zivilen Sachen rein. Und hier hätten wir zum Beispiel Einkommen aus Gebäuden von wütenden Geistern plus 100%. Das nehmen wir mal mit. Das brauchen wir jetzt. Wir haben ein bisschen Probleme, was die schwarze Magie angeht und das wird uns gut hier voranbringen. Dan Wallace von Karstein hat hier natürlich das Problem, dass so ein Terradon-Reiter ihn ein wenig unter Druck setzt. Das ist für uns aber vollkommen in Ordnung. Und hier gibt es jetzt die Rekrutierungsversuche, die müssen wir definitiv unterbinden. Was sehen wir hier in der Armee? Keine Lufteinheiten, das heißt, wir können guten Mutes hier mit unseren Lufteinheiten angreifen, natürlich auch Dan Wallace in der Luft. Da muss man jetzt immer auch ein bisschen drauf achten. Es könnte sein, dass der Feind mal eine Lufthoheit hat und dann würde ich Dan Wallace tatsächlich mal absetzen wollen vom Drachen, damit wir da keine Probleme bekommen und der Feind uns einfach raussnipen kann. Wir können jetzt hier tatsächlich die Stoßzahnebene angreifen und das sollte dann an dieser Stelle wirklich kein Problem sein. Hier sind nur Skinks drin. Die sind wirklich sehr schwach. Er hat hier in seiner Armee auch viele Skinks. Ein paar Chameon-Skinks und Skink-Plänkler, die sind ganz gut, weil die natürlich Fernkampfschaden machen. Die Kampfechsenreiter sind ein Problem. Die Bastiladon, das Bastiladon-Monster mit der Sonnenmaschine ist auch ein Problem, aber in unserer Masse sollte das alles ganz, ganz eindeutig sein. Er ist nicht abgehauen. Wir besetzen das Ganze. Und haben hier auch unsere Stoßzahnebene wieder. Das ist sehr, sehr gut. Und Dan Wallace von Karstein hat Level 20 erreicht. Ein normaler Kommandant würde jetzt unsterblich werden, aber er ist sowieso unsterblich, weil er ja aus der Karstein-Blutlinie kommt und bekommt plus 5 beim Kampf gegen Echsenmenschen. Auch das brauchen wir hier richtig gut. Da wird die Führerschaft gegen Echsenmenschen nochmal richtig gut verstärkt. Tlaqua wird hier unten zurückgeschlagen. Wer ist hier weiterhin bedroht? Bagar ist bedroht und Sudenburg ist bedroht. Es könnte sein, dass gleich ein Angriff auf Bagar kommt. Aber Dan Wallace von Karstein ist in der Nähe und er wird hier den Seelenwind entsprechend verstärken und er wird, ja,
die Chance auf Kontrollverlust verstärken oder einen Wargulf rufen können. Wir wissen, wie stark die Wargulfs sind. Wir werden hier nochmal Wargulfs zusätzlich rufen können gegen Winde der Magie. Sehr schön. Antoch bleibt so, wie es ist. Das werden wir nicht ausbauen. Bagar auch nicht, weil wir hier einfach gerade zu stark bedroht werden. Die Stoßzahnebene entsprechend auch nicht. Sudenburg wird nur repariert, weil es nicht so teuer ist. Wir gehen hier nicht in die Investition rein, denn wir wissen nicht, was mit der Investition passieren könnte. Und das möchte ich natürlich nicht riskieren. In Numas könnten wir noch ein zweites Zivilgebäude bauen. Vielleicht ja ein bisschen für vampirische Korruption sorgen, damit hier entsprechend dann auch dann ja die Kontrolle ein bisschen besser wird. Ja, das könnten wir durchaus machen. Wie viel Korruption haben wir hier denn? Gar keine. Wie ist das denn möglich? Dass wir gar keine Korruption haben. -3. -7 Korruption haben wir momentan insgesamt hier. Da würden die +3 ja auch nichts bringen. Dann lassen wir das auch. Wir sparen ein bisschen. Und schauen uns einmal an, wie es hier mit dieser Belagerung mittlerweile aussehen würde, wenn wir sie spielen würden. Und es wäre mittlerweile ein Pyrrhus-Sieg. Ich schaue mir das nochmal an. Wir selber sind natürlich auch angeschlagen. Das ist ein Problem. Ich würde es noch weiter belagern wollen. Wir könnten es automatisch machen. Wir könnten es automatisch machen an der Stelle. Und würden nichts verlieren. Ich setze die Belagerung noch ein bisschen fort. Ich glaube, wir können hier noch ein bisschen mehr rausholen und sind dann weniger geschwächt, wenn wir gegen Granit massiv vorgehen. Denn ich würde sagen, wenn ich das spielen würde, würden wir ziemlich viel verlieren. Die Fledermäuse auf jeden Fall komplett. Zombies wahrscheinlich auch komplett und vieles wäre richtig stark angeschlagen danach. So eine Zwergenverteidigung sollte man definitiv nicht unterschätzen. Die sind richtig stark. Ein Erlass ist verfügbar hier im Land der Derwische. Und wir gehen hier natürlich auch aufs Einkommen. Wir brauchen gerade das Einkommen. Auch damit wir einen Puffer haben, falls wir gleich weitere Ländereien verlieren werden. Und jetzt haben wir ein großes Problem. Skarbrand, der Ausgestoßene, stößt hier dazu und wird eventuell versuchen, die Belagerung zu unterstützen. Also beachtet nicht das Licht aus dem Osten, wenn Gandalf mit der Unterstützungsarmee dazu kommt. Nein, nein. Beachtet das Licht des Feuers, wenn Skarbrand mit seiner blutigen Meute den Zwergen hilft. Also es gibt hier wirklich manchmal wirklich ganz, ganz komische Szenen in Warhammer 3. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich verschiedene Kampagnen verlaufen. Das macht auch den Wiederspielwert so enorm toll an dieser Stelle. Dass hier wirklich Skarbrand der Meinung ist, komm, ich helfe jetzt mal den Zwergen gegen die Vampire. Das kann sich eigentlich kaum ein Geschichtenschreiber ausdenken, genauso wenig, dass die blauen Vipern jetzt denken, sie sollten jetzt gegen uns in den Krieg ziehen. Das ist genauso doof von denen, aber dann können wir uns zumindest unser Land zurückholen. Törichte Prahlerei! Man sagt, ihr genießt den Sieg. Ja, das kennen wir schon. Und wir holen uns hier natürlich den Kriegseifer und sind nochmal mehr gebufft für kommende Kriege. Und wir schauen uns einmal an, was hier die Dynastie von Rakev macht. Sie geht hier nicht auf uns. Sie scheint hier den Schwarzen Turm angreifen zu wollen. Bedeutet für uns an dieser Stelle, wir können Bagar gegen diese Vipern verteidigen. Müssen wir aber gar nicht, denn diese Armee ist wirklich lächerlich. Brauchen wir an dieser Stelle nicht. Wir könnten sogar sagen, denn Wallace von Karstein geht jetzt aggressiv gegen die Hauptstadt Tlaqua vor, damit hier nicht weiter rekrutiert werden kann. Das dauert natürlich dauert entsprechend lange, bis wir das auch wirklich einnehmen könnten. Ist die Hauptstadt, die stark verteidigt, hat eine gute Garnison drin, hat auch eine gute Armee hier gerade drin, aber wir könnten dafür sorgen, dass er nicht weiter hier rekrutieren kann, um uns weiterhin zu bedrohen. Das wäre eine Möglichkeit. Wir selber sind natürlich aber auch angeschlagen. Vielleicht würde sich dann doch lohnen, hier unsere eigenen Landen zu verteidigen, vor allem wenn ich das hier sehe.
Tic-Tac-Toe ist da. Den habe ich gerade natürlich noch nicht gesehen, deswegen werden wir das alles lassen und Richtung Antoch ziehen. Wir können Antoch leider nicht in einer Runde erreichen. Das heißt, wir gehen hier bis zur Grenze. Und werden Kevin von Leutstein nochmal ein bisschen hier erhöhen oder verbessern. Und was bekommt er? Was bekommt er? Ist eigentlich egal, was er bekommt. Er bekommt hier mal Spezialist, dann werden die Kosten geringer für seine Agentenfähigkeiten, die wir noch gar nicht genutzt haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, wird höher, aber wir wollen ihn eigentlich nicht dafür nutzen. Wenn wir jetzt hier stehen, sollten wir einen Angriff ausweichen können. Wenn er uns angreift, sollten wir flüchten können, weil er selber nicht viel hinterherrennen könnte. Und wir sind im Verstärkungsmodus und wir können in der nächsten Runde dann auch Antoch erreichen. Sollte Tic-Tac-Toe das einnehmen, sollten wir ihn dann entsprechend zurückschlagen können. Auch wenn drei Sonnenmaschinen natürlich absolut übertrieben sind. Auch gesegnete Terradon-Reiter dreimal. Ein wildes Bastiladon. Zweimal Bastiladons mit Kristall der Wiederbelebung. Gehörnte zweimal dabei. Das hier ist eine absolute Elite-Armee. Aber schlecht ausgewogen. Sehr wenig Infanterie, eigentlich so gut wie gar keine Infanterie. Sodass man hier vielleicht doch noch ein bisschen was erreichen kann. Ein bisschen mehr Infanterie würde dieser Armee richtig gut tun. Und dann wäre sie wirklich schwer zu besiegen. Wie sieht es denn mit der Lufthoheit aus? Tic-Tac-Toe reitet auf einem Terradon. Wir haben dreimal gesegnete Terradon-Reiter. Ja, das ist natürlich schon stark in der Luft. Da sind wir ein bisschen in Unterzahl gerade tatsächlich. Das wäre tatsächlich so ein Moment, wo ich sagen würde, wir lassen Kevin von Leutstein vom Drachen absteigen. Weil ich Angst hätte, dass er sonst rausgenommen werden könnte. Deswegen kommt er auf ein Nachtmahr mit Ross. Nee, Nachtmahr ist auch fliegend auf ein auf ein Höhenross. Auf ein Höhenross kommt er. Ja. Das ist einfach an dieser Stelle wichtig, damit wir an dieser Stelle nicht gesniped werden. Aber ein Höhenross ist doch nicht fliegend, oder? Nein, der Nachtmahr ist nicht fliegend. Das habe ich genau falsch rum gesagt. So. Nachtmahr mit Rossharnisch, das ist nicht fliegend. Okay, perfekt. So, perfekt. Das heißt, wir können hier nicht aus der Luft gesniped werden, das ist schon mal gut, können aber auf der anderen Seite Tic-Tac-Toe auch schlechter verfolgen. Hat immer Vorteile und Nachteile, aber wenn Tic-Tac-Toe mit diesen drei Terradon-Reitern auf unseren Helden drauf geht, wir könnten nichts machen. Wir haben keine Einheiten, die entsprechend schießen können, die dann unterstützen könnten. Unser General wäre in der Luft einfach dem Feind ausgesetzt. Deswegen muss man hier aufpassen. Antoch könnte fallen. Wir können uns das aber an der Stelle dann zurückholen. Alles gut. Krogar ist hier, nicht höchstpersönlich, sondern mit Lord Xletep von Itza. Die ist stark angeschlagen. Gut für Manfred. Und Manfred muss hier definitiv jetzt agieren. Denn er ist hier natürlich jetzt in einer sehr engen Position. Wenn Skarbrand uns angreift, müssten wir die Belagerung abbrechen. Und das wollen wir natürlich nicht. Also, Manfred, greif mal hier entsprechend an. Und Skarbrand würde nicht helfen wollen. Würde nicht helfen wollen. Wahrscheinlich ist er selber im Krieg gegen Torek Eisenstirn. Nutzt hier einfach die Situation. Mittlerweile könnten wir das selber spielen. Und ich würde sagen, das machen wir. Wir spielen das. Wir haben heute noch kein Gefecht gespielt. Ich habe hier länger abgewartet, als wir hätten abwarten müssen. Dann sollten wir auch hier den Ruhm selber kosten, dass wir Torek Eisenstirn jetzt umbringen werden. Aber nicht Torek Eisenstirn selbst an sich. Den haben wir bereits gelegt, sondern hier Harek Wahrsprecher. Der letzte Mann, der es noch wagen könnte, Torek Eisenstirn wieder unter die Lebenden zu bringen. Wenn wir diese Stadt einnehmen, ist Torek Eisenstirn für immer unter dem Geröll begraben. Und das ist unser Ziel.
Wir wollen Torek Eisenstirn hier vernichten. Wir starten die Aufstellung. Wir müssen relativ schnell los und in den Angriff rein. Die richtigen Einheiten sind bereits hier in den Türmen. Die Gespenster sind körperlos und deshalb ist es nicht ganz so wichtig, dass sie in den Türmen sind. Naja, wobei die Verfluchten mit Zweihandwaffen sind vielleicht noch ganz wichtig. Das heißt, ihr Skelette, verlasst den Turm und die Verfluchten mit Zweihandwaffen, die sollten rein. Die sind nämlich sehr anfällig gegen den Beschuss und die sind auch sehr wertvoll. Die kommen jetzt hier gleich ran. Und wir werden das einmal kurz planen. Also dieser Turm geht da ran, der Turm da, der Turm da. Da wir nicht pausieren können, müssen wir gleich sehr schnell agieren. Das kann sehr unangenehm werden, aber das kriegen wir hin. Das heißt, wir gehen hier auf diese Mauern zu. Und ich würde sogar sagen, diese Mauer hier reißen wir ein mit den Gruftschrecken. Die gehen dann hier auf die Mauer rauf. Wir haben dann hier noch den Leichenkarren, der hier unterstützen wird an dieser Stelle. Und die Gespenster gehen dann natürlich auch hier ran, um dann hier durchzugehen. Genauso die Banshee, das ist nämlich dieser Eingriffstrupp, den wir dann hier haben. Und die Blutritter, die müssen sich erstmal verstecken. Haben wir hier irgendeine Möglichkeit zum Verstecken? Haben wir tatsächlich hier hinter nämlich. Die verstecken sich dahinter, damit sie nicht beschossen werden können. Die sind nämlich relativ anfällig dafür und die Flederbestie wäre das natürlich auch. Diese wird aber mit Manfred von Karstein über die Mauer rüberfliegen und schon mal ein bisschen Action für Action sorgen. Das ist unsere Steuergruppe 4, unser Eingriffstrupp 4. Und die Vampirfledermäuse kommen erstmal mit in die 4, werden aber hier vorne schon aufgestellt. Die haben nämlich die Vorhutaufstellung, können weiter nach vorne. Und die Skelette kommen auch hier mit hin. So, da haben wir noch Wahrgeists, die kommen auch mit in die 4. Wir haben hier natürlich eine hohe Luftdominanz. Hier würden wir zum Beispiel, wenn wir gegen Tic-Tac-Toe gezogen wären, nicht abgestiegen vom Zombie-Drachen, sondern wir hätten hier unsere Lufthoheit genutzt und den gegnerischen Kommandanten ziemlich schnell aus dem Spiel nehmen können. Dann haben wir hier noch weitere... Ja, noch weitere... Belagerungstürme. Da stellen wir hier einen hin, der geht daran und wir gehen hier mit denen daran und dann starten wir das Gefecht. Wie gesagt, wir können nicht auf langsam machen, wir können nicht auf Pause machen. Wir müssen jetzt gleich richtig schnell agieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal hier die fliegenden Einheiten hier hinter zu bringen, deswegen werden die als allererstes dahinter geschickt und jetzt werden wir hier den Belagerungstürmen den Befehl geben, hier an die Mauern zu gehen. Das ist sehr, sehr wichtig und dann besetzen wir hier die Mauern und ihr seid Eingriffstrupp Nummer 1 und ihr greift hier mal das Fürtnerhaus an, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann sind alle erstmal beschäftigt, außer die Blutritter, die bleiben hier hinter und verstecken sich entsprechend. Eingriffstrupp 4 können sich jetzt hier um die Gyrokopter kümmern. Das wird sehr wichtig sein, damit wir die einsammeln können und dann bekämpfen können. Die Flederbestie kümmert sich auch darum, Manfred von Karstein wird sich aber hier eher um andere Sachen kümmern. Und zwar eventuell um diese Armbrustschützen hier hinter. Und da könnte sich hier... Was könnte sich hier anbieten? Junas Schicksal haben wir hier. Antlitz des Schnitters, Führerschaft minus. Der Seelenraub. Was bietet sich an? Was bietet sich an? Geschosszauber. Selber reingehen bietet sich an der Stelle. Die Gyrokopter haben wir hier gut eingefangen und können wir gut bekämpfen. Das funktioniert wunderbar. Und Manfred geht hier selber rein. Das ist sehr gut. Perfekt. So, dann gehen wir mal hier auf den Seelenwind. Brauchen den aber nicht overcasten, weil das nicht ideal ist an dieser Stelle. Aber wir können trotzdem mal einen Seelenwind hier rüberschicken. Das sollte die relativ einfach töten an der Stelle. Und wir gucken mal, ob wir irgendwas heilen können. Gibt es irgendjemanden, dem es gerade schlecht geht? Ja, den Fledermäusen. Aber nicht overcastet, denn die Fledermäuse sind wirklich nicht wertvoll. Sehr schön an der Stelle. Luftkampf funktioniert gut. Hier haben wir den Kampf auf der Mauer. Das ist hier natürlich gut gemacht von den Feinden. Aber wir können hier auch mal von der Seite ein bisschen dazu stoßen.
Und kann man auch einen Seelenwind auf die Mauer raufcasten? Nein, kann man nicht. Wäre mir auch neu gewesen an der Stelle. Aber wir könnten hier diese verflucht mit Zweihandwaffen mal ein bisschen heilen. Und das sollten wir auch tun. Ja. Geht gerade nicht. Okay. Manfred, geh nochmal hoch. Und guck dir nochmal an, was wir hier alles so Schönes haben. Die Vampirfledermäuse. Was machen die hier hinten? Die verfolgen noch den Gyrokopter. Einer darf das gerne tun. Mit der Flederbestie zusammen. Und ansonsten, die anderen sollen zurückkommen. Dann haben wir hier sicherlich den Vorstoß geschafft. Das heißt, ihr werdet als Eingriffstrupp, nachdem ihr hier nämlich auch das geöffnet habt, entsprechend loslegen können. Und dann sollen die Grollschleudern auch mal so langsam rausgenommen werden. Hätten wir auch schon mit den fliegenden Einheiten längst machen können. Jetzt müssen aber hier die Verfluchten mit Zweihandwaffen mal gebufft werden. Können wir nicht. Weil die hier auf der Mauer sind, ist das der Grund? Wahrscheinlich. Das heißt, Manfred, du stürzt dich. Wir hatten vorhin den Herr der Ringe-Vergleich. Du stürzt dich jetzt wie einst der Nazgul, der gegen Gandalf auf der Mauer gekämpft hat. Hier rein. Und kümmerst dich darum, dass hier die Verfluchten nicht sterben. Gehst noch ein bisschen in die Buffs rein. Und so einen Seelenwind könnte ich mir hier hinten ganz gut vorstellen. Und den kriegen die auch hier hinten. Und die Wahrgeists können hier einmal rausgehen. Kämpft ihr gegen... gegen den Kommandanten kämpft ihr hier. Das ist der Grund. Und wir sehen, alles außer dem Kommandanten haben richtig gelitten. Alle haben richtig gelitten, außer der Kommandant selbst. Das ist natürlich klar, dass der hier vom Seelenwind nicht tangiert wird. Und ihr geht mal hier auf die Bergwerke rauf. Wie geht's unserer Flederbestie? Alles vertrieben? Scheint so. Dann geht mal hier hinten hin. Die Wahrgeists, ja, ziehen sich ein bisschen zurück. Die brauchen wir gerade hier nicht mehr. Und ihr geht auch in den Kampf. Wir werden die Punkte nicht einnehmen müssen, weil das Ganze gleich schon über den Kampf gewonnen ist. Deswegen werden wir hier an dieser Stelle nicht mehr die Punkte einnehmen. Das lohnt sich gar nicht. Hier haben wir noch Verfluchte auf der Mauer. Die können auch sich eigentlich hier einmischen. Genauso wie die Verfluchten hier sich einmischen können. Manfred hat sich bereits eingemischt und die gehen mal runter, damit die jetzt gebufft werden können oder wieder geheilt werden können. Und das sieht alles wunderbar aus. Wo ist denn hier der gegnerische Lord? Hier hinten. Manfred, beweg dich mal dorthin. Und hier ist eine bewegende Einheit, die kriegen wir nur schlecht raus. Das heißt, wir gehen hier auf Bjunas Schicksal, ein Direktschaden. Der geht dann hier rauf, damit wir den auch definitiv treffen. Und wir geben jetzt noch einen Seelenraub auf den gegnerischen Kommandanten. Auch das machen wir hier nochmal. Und dann kann sich Manfred höchstpersönlich einmal auf ihn raufstürzen. Hätte sogar noch einen Geschosszauber. Können wir auch nochmal kurz anwenden. Und jetzt kannst du dich gerne mal raufstürzen. Und auch hier einmal die Führerschaft richtig schön debuffen. Sodass hier diese Einheiten fliehen. Und das ist der Sieg. So schön kann es gehen. Entscheidender Sieg, Gefecht beenden. Und wir haben Karak Orut eingenommen. Haben wir was verloren? Ja, wir haben einmal Skelettspeerträger verloren. Damit können wir richtig gut leben. Das war eine richtig gute Schlacht. Was hätte man besser machen können? Die Wahrgeists habe ich so ein bisschen vergessen beim Kommandanten. Die sollten gar nicht zum Kommandanten, aber diesen Kampf habe ich nicht mitbekommen oder zu spät mitbekommen. Das heißt, die haben zu viel eingesteckt. Hätte nicht passieren müssen. Die Blutritter haben wir gar nicht reingezogen. Hätten wir aber auch an keiner Stelle großartig brauchen können. Der Rest lief wirklich gut. Die Verfluchten mit Zweihandwaffen. Hier wurde es noch ein bisschen schwierig zwischenzeitlich. Aber das war wirklich ein richtig guter Kampf. Bin sehr zufrieden damit. Und die Zwerge rund um Torek Eisenstirn sollten jetzt besiegt sein. Und wir sollten auch immer noch stark genug sein, um Skarbrand an dieser Stelle zurückhalten zu können. Der sollte eigentlich keine Chance haben, uns jetzt anzugreifen. Eher im Gegenteil, wir können die Situation jetzt nutzen und Skarbrand zurückhalten.
schlagen. Das ist also richtig gut. Wir besetzen das natürlich. Haben jetzt auch hier den Vorteil. Skarbrand muss aus dem Einflussbereich raus. Was hat er für eine Armee dabei? Viel Reiter. Chaosritter des Korn, richtig viel. Chaos-Streitwagen. Verstoßene Rohlinge des Hundes, also Barbaren-Berserker als Regiments of Renown. Das ist eine richtig starke Armee. Das ist eine richtig starke Armee, die er hier hat. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Karag-Orut werden wir nicht upgraden, weil wir wollen ja ein Granitmassiv auch noch einnehmen. Aber wir können durchaus mal fragen, ob hier Hofstaat Libaras unter Hochkönigin Kalida, ob sie denn Lust hätte, so einen Nicht-Angriffspakt mit uns zu schließen, wenn wir ihr Karag-Orut geben würden. Hat sie keine Lust. Wenn wir noch einen Krieg beitreten würden, vielleicht irgendeinen. Schauen wir mal, ob sie sowas haben wollen würde. Krieg beitreten. Nicht gegen Clan Mors, das sind ja unsere Freunde, mit denen wir auch handeln, aber gegen die Halbmonde und die blutige Hand wäre auch gar kein Ding für sie. Okay, dann müssen wir das halten. Einfach nur mal eine Idee gewesen, dass wir hier vielleicht dann ein bisschen mehr Richtung Frieden gehen und Richtung Grenzsicherung. Das geht aber an dieser Stelle nicht. Manfred von Karstein bekommt jetzt Purpursonne des Xerois, ein Mahlstrom, der sehr stark ist, wenn er richtig eingesetzt werden kann. Den schauen wir uns dann im Bäder auch mal an. Und er wird jetzt hier ein bisschen ausheilen und könnte sich auch nochmal eine Einheit dazu holen. Gibt es hier eine starke Einheit, die wir uns holen könnten? Nicht so richtig eine starke Einheit. Aber wir könnten uns nochmal zweite Verfluchte mit Zweihandwaffen dazu holen. Ich denke, das wäre okay an der Stelle. Und es geht weiter und weiter und weiter bergauf. Wir haben natürlich auch Rückschläge zu erleiden. Aber im Großen und Ganzen ist das schon ziemlich cool. Hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen auf Tic-Tac-Toe, was er jetzt hier mit Antoch macht und so weiter. Aber wenn wir hier diese Runde weitermachen, werden wir vielleicht böse Dinge sehen. Aber unterm Strich sehen wir auch ganz viele tolle Sachen. Und das freut mich ungemein. Wir sehen hier zum Beispiel einen Angriff von Skarbrand auf Karag-Orut. Das heißt, wir werden gleich, beziehungsweise nächste Folge, eine Schlacht gegen Skarbrand sehen. Wir gehen hier in das automatische Gefecht rein. Haben Tic-Tac-Toe leicht geschadet und Antoch ist gefallen. Darauf haben wir spekuliert. Denn Wallace wird sich jetzt darum kümmern müssen. Genauso wie sich Manfred um Skarbrand kümmern muss. Das hier könnte nochmal eine spannende Schlacht werden. Wir sind noch angeschlagen. Wir müssen ausfallen, damit wir nicht Verschleiß erleiden. Und Skarbrand hat eine absolute Elite-Einheit, eine absolute Elite-Armee. Da müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen, was das noch werden wird. All das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich freue mich sehr drauf. Aber ich bin auch sehr glücklich, was wir hier diese Folge alles geschafft haben. Schau nochmal, gibt es hier irgendwie Sachen, die wir nicht erwartet haben? Nein, alles wie erwartet. Winde der Pein kommen sogar noch dazu. Und dann sehen wir uns mit dieser momentanen Situation und Ausgangslage in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch.